Auch im Ausland ist tanzbare elektronische Musik aus Deutschland sehr gefragt. In Tel Aviv hat der ehemalige Schlagzeuger der Band Kraftwerk, Wolfgang Flür, einen Auftritt. Erst am Schlagzeug, dann am DJ-Pult. Dort verbindet er alte Kraftwerk-Traditionen mit aktuellen Stücken. Sein Bandkollege, John Barry Dyke, ist gebürtiger Australier, den die Liebe zur elektronischen Musik nach Deutschland gezogen hat. Wir verstehen uns als elektronische Kulturbotschafter. Ja. Heute Abend werdet ihr Deutsch-Sprachvideos auch sehen. Die habe ich damals von der Goethe-Institut geliehen in Melbourne. Und von diesen Deutsch-Sprachvideos habe ich ja Deutsch gelernt. Und die sind teilweise sehr lustige Aufnahmen von Deutschland aus den 70er Jahren. Und die haben 3, 4 von unseren Songs inspiriert. Wenn ich für John trommle, das ist Elektropop auf jeden Fall. Ich komme ja aus dem Elektropop und deswegen mag ich das. Das ist wirklich ein bisschen back to the roots. Ich meine, ich habe das Elektroschlagzeug erfunden. 1973 habe ich das erste gebaut, weil es sowas noch gar nicht zu kaufen gab. Die Musik von Kraftwerk war international überaus einflussreich. Sie inspirierte auch amerikanische DJs aus Detroit, deren Musik dann wiederum nach Deutschland gelangte und bis heute in Clubs aufgelegt wird. Ich bin auch als DJ unterwegs und das kommt immer anschließend. Nach der Show, wenn ich für John und Daiko getrommelt habe, dann mache ich 1,5 Stunden Elektroknirsch, nenne ich das Spiel, meine speziellen Schätzchen vor.